Hallo, einen schönen guten Tag. Ich habe einen ganz tollen Ventilator, einen Tischventilator. Kann man auch für unterwegs nehmen, für Camping und dergleichen. Ja, auf Reisen, wenn man verreist irgendwie, dass man im Hotelzimmer zum Beispiel oder in der Urlaubsunterkunft einen kleinen Ventilator hat, der flexibel ist. Der wird aufgeladen, der kann bis zu 4000 Milliampere-Stunden laden und speichern und dann kann man den ganz flexibel ohne Kabel überall verwenden, auf den Tisch stellen, auf den Nachttisch stellen, irgendwo, wo man eben Fensterbrett oder was weiß ich, irgendwo, wo man eben sich in der Nähe aufhält und ein bisschen Belüftung haben möchte. Oft ist es ja so, wenn man schwitzt, es reicht ja schon so ein bisschen Luftbewegung und dann ist man ja schon glücklich, dann hat man ja schon genug getan. Er hat 4 Stufen, in denen er pustet und er kann oszillieren, was ich ganz besonders schön finde, weil er dadurch die Luft auch noch gleichmäßig verteilt und nicht bloß immer auf einen Punkt bläst. Und hier unten hat er noch eine Anzeige über den Ladestatus. Mitgeliefert ist ein Ladekabel, USB-C kommt in das Gerät hier hinten rein. Dort und USB-A in die Steckdose. Er hat 2 Steckplätze. Er hat noch einen USB-Mikro-Steckplatz, was ich jetzt ein bisschen merkwürdig finde. Eigentlich sind das beides Ladeplätze, Aufladeplätze, nicht Abladeplätze, weil hier steht der In und In heißt der Input, also die Energie geht rein in das Gerät. Offensichtlich ist das eine zweite Möglichkeit, wenn man jetzt keinen USB-C-Anschluss hat für ein Ladekabel, dass man ein USB-Mikrokabel auch reinstecken kann und das aufladen kann. Ja, wenn es jetzt umgekehrt wäre, dass man da ein Handy aufladen kann, das würde ja in nicht stehen, dann würde out stehen, dann würde es Output sein. Aber ist ja auch egal. Gut zu wissen, dass man zumindest damit schön frische Luft heranwedeln kann. Und ich finde den richtig schön. Passt mal auf, der geht einmal gedrückt auf Stufe 1. Zweite Mal wird es schon ein bisschen kräftiger. Noch kräftiger. Und jetzt wird es lustig. Jetzt ist es gewaltig und das ist ein schöner Wind. Und dazu übrigens hier mal kurz Augenmerk drauf: der Ladestatus. 3 Punkte, also 3/4 vorgeladen, finde ich ganz toll. Und jetzt die Oszillation. Jetzt dreht er so im etwa 45 Grad Winkel, würde ich meinen. Zur anderen Seite. Und wenn ich die Oszillation wieder ausschalte und hier die Luft ausschalte, dreht er und stellt sich wieder in gerader Position. Also wenn er ausgeschalten wird, dreht er immer erst noch so, dass er wieder kerzengerade steht, dass er gut verstaut werden kann. Man kann ihn auch so wie einen Teller stellen und so. Das geht alles in diesem Bereich. 45 Grad würde ich auch denken, sind das ungefähr. Ja, an der Wand anbringen kann man nicht. Das würde dann Sinn machen, wenn man jetzt hier eine Aufhängung hätte, dass er so steht, also dann so absteht und nach vorne blasen kann. Das geht nicht, aber ist ja auch egal. Er ist auch so sehr schön und sehr flexibel. Ich finde den super schön. 25,99 € ist ein angemessener Preis für die Qualität. Mit Oszillation sollte man immer berücksichtigen. Das ist immer noch ein Ticken besser und von daher auch eine schicke Farbe hat er. Dieses bronzefarbene finde ich sehr, sehr hübsch. Es sieht sehr elegant aus und passt sie auch gut in Wohnräume ein. Meine Empfehlung hat er. Ich mag den sehr. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt schön gesund und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.